Und das ist eine Sauschuld und das ist eine Sauerei, was man da in der Region einfach mit uns vorhat. Die Gefahr des Grundwassers ist viel zu wenig beleuchtet. Wir haben nicht nur Angst um Wasser im Keller, sondern wir, wenn bei uns was passiert, dann geht es wirklich um Leben und Tod. Das ist bloß eine Kuscheltour. Trällernde Pfeifen, zynische Plakate. Die Skepsis und das Misstrauen der Bürger in Barbing ist groß. Der Buhmann der Menschen, die bayerische Umweltministerin Ulrike Scharf. Während des Dialoges machte die Politikerin eines klar: Die Flutpolderpläne bleiben bestehen. Wir haben also ausgemacht, wo wirken Flutpolder am besten, das heißt, wo können wir am meisten eine Hochwasserkatastrophe verhindern und welche Räume haben wir überhaupt noch dafür zur Verfügung. Und dazu zählen auch die zwei in Eltheim und Wörthof im Landkreis Regensburg. Warum sind die Bürger eigentlich dagegen? Sie haben durch den Donauausbau bereits ihren Schutz. Dadurch ist der Grundwasserspiegel aber gestiegen. Die Befürchtung der Menschen? Je Liter Wasser, der durch einen gefluteten Polder aufgenommen werden muss, übt noch mehr Druck auf das Grundwasser aus. Und ihre Keller würden dann wieder unter Wasser stehen. Die Hoffnung von Landrätin Tanja Schweiger und der Menschen liegt jetzt in der Grundwasseruntersuchung, die im Herbst in Auftrag gegeben werden soll. Dafür werden die Betroffenen in Arbeitskreisen ihre Fragen und Anliegen detailliert mit einbringen. Das ganze Projekt sei aber nur solidarisch erreichbar, betonte Scharf. Und Flutpolder würden nur im Katastrophenfalle benötigt, als Überdruckventil sozusagen. Bei Jahrhunderthochwassern würden sie geflutet, um die Hochwasserspitze zu kappen. Nachteile sollen für niemanden entstehen. Es kann nicht sein, dass jemand Wasser im Keller hat, damit jemand anders trocken bleibt. Den Zustand darf es nicht geben. Trotz des Versprechens ist es noch ein langer Prozess, der den Bürgern und den Politikern bevorsteht. Das Misstrauen und die Skepsis konnte der erste Dialog den Menschen nicht nehmen.